Das Fiese ist jetzt, ich könnte ihm hier zum Beispiel helfen. Oder, was richtig bitter wäre, ich könnte ihn angreifen. Was ich ein bisschen arschlochmäßig finde, aber es ginge. Warum ist hier ein Pfeilsymbol? Gehen wir da doch mal hin. Ist das Symbol jetzt weg? Was war das denn eigentlich da? Riss Jungprinzenpanzer. Okay, optisch sieht ja geil aus, aber jetzt reißt mir mal ordentlich den Schutz. Mich hätte zwar interessiert, was das war, aber ich würde es nie wieder erfahren. Gehen wir mal hier runter. Wir werden gleich von den Scientology-Mitarbeiter begrüßt. Das war ein Schlag in die untere Gegend, ne? Ist das überhaupt erlaubt? Was habe ich getan? Ek parsen natural inter elembrisan tet immen tan placer anrayon. Oh Gott. Was habe ich denn jetzt hier für einen Kampf? Ah, okay. Ah, okay, also sie spawnen immer nach, okay. Das heißt, mein konzentriertes Feuer geht auf den da. Oh, da komme ich da jetzt nicht durch. Ich muss jetzt erstmal gegen seine kleinen Freunde kämpfen. Mein Gott, Alter, das ist ja hier Sandwich-Eis momentan. Mein Gott, ich will auf den anderen da. Tun wir jetzt Eis, oh, Zentro.
Bullets. Wir haben auch Stachelschildkröten-Kriegshandschuh. Freigestellt bei Kampfprüfung Stufe 10, aktuell Stufe 0. Oh, Alter, ey. Also wir könnten ihn jetzt nochmal machen, auf einer höheren Stufe. Uiuiui. So, was haben wir jetzt gekriegt? Da nichts. Da nicht. Da nicht. Gut, dass ich mal aufpasse, ne? Hab sogar noch eins da. Das ist gemein. Mir wird nichts angeboten hier. Also ich könnte es jetzt nochmal machen, ich mach's jetzt aber mal nicht. Wir bewegen uns jetzt mal schnellen Schrittens jetzt in unsere Rückgangsposition. Habt ihr nicht gesehen, dass ich euren Meister verprügelt habe? Deswegen nehmt ihr mich auch zu zweit in die Menge. Moment, hier die Hälfte. Oh, vielen Dank! Njam, 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 njam. So gütig von dir, dass du extra dein Eis mitteilst. Dann haben wir auch gleich. Zack, zack, jetzt geht's ordentlich auf die Nudeln. Moment, das ging falsch, Entschuldigung. Hau mich nicht nochmal so weiter. Jetzt geht's. Komm her jetzt. Öffne mal deine Verteidigung. Danke. Ich weiß, ich bin ein Goldstück. So, wie kommen wir jetzt hier eigentlich wieder weg? Ich denke mal, wenn ich hier durchgehe und jetzt nach rechts, komme ich an diese Steinklumpen ran oder auch nicht. Komme ich denn da ran? Komme ich von hier aus da nicht ran? Zum Geier noch eins? Wie komme ich da ran? Ein Seil. Das klingt, sieht sehr verführerisch aus. Ah, ich denke mal, ich muss hier hinten durch. Natürlich erwarten mich hier gleich wieder zwei nette Männer mit Masken. Kannst du noch so viel knacken? Eis und Bier schmeckt eklig. Kannst auch die andere Hälfte haben. Jetzt vom Bier oder vom Eis? Also wenn das Bierchen kühl ist, sage ich da nicht nein. Meister der Kampfkunst. Mit mir legt man sich nicht so leicht an. Ja, die Maskenmänner sind schon sehr lieb. Ich habe ja auch eine auf, ne? Deswegen, also alle Maskenmänner sind eigentlich recht lieb. Schau, rennt hier auch rum. Ich renne jetzt an dir vorbei. Ja, als wenn ich da mitkämpfe, ne?
Ein Risshandschuh, ja toll. Hallo. Ich kämpfe nicht gegen dich. Mein Gott, Alter. Hab doch nicht immer so eine Panik. Na, vom Eisteil und nicht mal Bier. Okay. Schade. Na gut, dann wollen wir dir dein Bierchen auch gönnen. Au! Oh, der hat gesessen. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hier rauskomme. Das ist irgendwie... Bin ja in Parade. Oh Gott. Finde und besiege Jin Mesker. Ach Gott, das will. Rissammlerhemd. Hab mich heute beim Freikämpfen Dip bei Della in der Hand verbrannt. Wie? Meditieren brauche ich ja nicht, ich Idiot. Hab ja schon. Das habe ich ja schon getan. Jetzt muss ich nur endlich mal wirklich diesen Weg hier rausfinden. Also langsam ist das nämlich nicht mehr witzig. Da nicht, da nicht. Da hinten vielleicht. Oh, guck mal, da schon wieder so ein Maskenmann. Nee, es ist eine Maskenfrau. Verzeihung. Aber ich hoffe, dass das... Ach so. Wow, okay, das ist... Das ist blöd. Dass sie das auch so gelegt haben mit dem Drehen. Der Mist wird leider wirklich übelst heiß. Okay. Ich dachte schon, er will jetzt kämpfen. Wir bewegen uns doch mal in Richtung Heimat zurück. Nicht mehr freigekommen, ja. Das ist eine Schweinerei dann. Gleich mal den Spieleentwickler verklagen. Verbrennung zugezogen und dann noch nicht mal freigekommen. Und die Kamera ist gerade wieder so schön ungünstig. Mann, ich sehe den Gegner hinter mir nicht. Das ärgert mich gerade. Mein Gott, der kann Capoeira. Ja, aber der ging natürlich voll durch. Jetzt werde ich hier wieder gesandwiched. Das ist doch nicht wahr. Oh, endlich hier. Ein Dornenbusch haben wir hier. Oh, Leute, ich wusste natürlich, dass hier unten ein Felsen ist zum Looten. Fang Li Adligen Untergewand.
Alter, das geht echt auf die Birne. Wow. Man sieht das so. Alter, was ist denn daran adlig? Adlige schmeißen sowas weg. Oder wischen sich dann mit dem Popo mit ab. Dem Bobo. Alter, ey. Als nach dem Untergang die ersten uratischen Gesandten nach Raslan geschickt wurden, war die Stadt so zerstört, dass man nicht mal durch das Urati-Viertel kam. Die ersten Generationen von Gesandten begannen, Brücken und Wege zu bauen. Das haben sie gut hingekriegt. Damit wir uns unseren Toten die Ehre erweisen können. Ja, die Brücken haben sie echt gut hingekriegt. Muss man den mal lassen. Shabu-Wachenhose. Rausging, tut das. Da schon mal nicht. Au! Ja. Alter, das ist echt ungünstig hier mit den Ecken. Mein Gott, was ist denn hier los? Weißt du, das Schlimme ist, es wurde erst die Frau zuerst verprügelt. Weißt du doch nicht, vielleicht sind sie es. Ja, gerne zum Schillen an. Meinst du, ich habe schon Putztücher gesehen, die, die hübscher aussahen als das? Mein Gott, Alter, was ist denn mit dem da los? Alter, wie der auf mich einprischt, das ist doch nicht normal. Ich komme hier nicht weg. Boah, Alter, gerade noch den Schlag durchgekriegt. Ah! Nein! Jetzt gibt's die auf die Nuss. Mein Gott, ey. Ja, ziehen die sich eigentlich gegenseitig Leben ab, wenn die sich treffen? Ja. Oh, guck mal. Allein ich will euch jetzt ja nicht die Augen kaputt machen, ne? Aber wenn ich jetzt so schnell die Kamera bewege, ne? In diesem Bereich, ne? Also ich weiß es ja nicht. Ich lasse es jetzt einfach mal sein. Ich bewege jetzt ganz langsam. Aber das Schlimme ist, ich kann ja nicht mal langsam die Kamera bewegen. Selbst dann ist es ein bisschen Augenvergewaltigung. Der stand aber vorhin auch noch nicht da, ne? Ich habe überall in der Stadt Steinhaufen errichtet, in denen sich eine offene Faltung befindet. Hä? Ja, weiter. Da findest du Gegenstände, die auf deiner Reise helfen können. Ja, die haben wir schon alle. Putzlampen nehmen. Genau. Ich renne ja auch im Wühlauf nicht gerade rum, wie sich das eigentlich gehören sollte. Ich sehe eigentlich auch immer aus, als wenn ich gerade aus dem Klo gezogen wäre. Das klingt jetzt ein bisschen dämlich. Ich habe die falsche Wortwahl, glaube ich, gerade getroffen. In meine Richtung. Shabu-Wachen-Falkenpolster. Metallarmschutz. Ah, komm, dann haben wir den Schaden nochmal ein bisschen weiter runter. Schlimm ist, du kannst den Scheiß einfach. Du kriegst den Scheiß einfach nicht gefangen hier. Das ist einfach dämlich.
Und ich könnte das Ding anziehen. Und dann das Adling-Gewand. Da geht der Schnittschutz runter. So, und da sehen wir aus wie ein Jedi-Ritter. Mein Gott. Okay. Wow. Oh, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Mein Gott, es war doch nicht mit Absicht. Oh Gott. Ja, mein Gott. Ich habe mich halt verdrückt. Ja, Zentro, was ist denn okay? Extreme ist gestorben und das Gebiet betreten. Der Windstoß am Po, wenn er sich umzieht. Scheiße, da habe ich gerade die Hose gewechselt, ohne darauf zu achten, welche ich hatte vorher. Kacke, ich muss auf 35 Schutz wieder hochkommen, ne? Schnittschutz. Doch, hatte ich ja. Hey, bin ich bescheuert? Ich fühle mich immer leicht bekloppt, wenn ich nicht mehr weiß, was ich vorher getragen habe oder was ich vorher getan habe. Ist das normal? Ab meinem Alter? Oh Gott, fängt aber früh an. Mit der... Oh Gott, habe ich mich jetzt verjagt, ey. Verprügeln jetzt hier noch mal ein paar. Sorry, zu lange Filme, ich schreibe dadurch so extrem langsam. Das ist doch nicht das Problem. Ah, komm mal, bevor du ins Wasser fällst. Die NPCs ist nicht so nett. Die würden mich eiskalt ins Wasser knallen lassen. Also die Gegner sind schon mal nicht gebietsbezogen auf der Stärke. Das ist schon mal interessant zu wissen. Alter, du schlägst mir in den Rücken. Ich dich auch? Hä? Habe ich... Nee, Mann. Na, würde dich ins Wasser schmeißen. Na, danke.
zu etwa sagen, ich stinke. Du kannst ruhig offen reden, es ist nach 21 Uhr. Tust ja sowieso schon, wenn du mich ins Wasser schmeißen willst. Eine Stammeshose. Testen wir das Setup doch nochmal an dem Boss da. Du kommst mal als erstes ran, bitte. Ah, das waren jetzt ein bisschen größer zu viele. Ah, haben wir ihn gerade getriggert? Ich hoffe jetzt wieder nicht. Ich habe ihn getriggert. Aber es war... okay. Kann ich nicht beurteilen. Aber welchen Grund hätte es denn, dass du mich ins Wasser schmeißen willst? Das ist ja eigentlich nur der plausible Grund. Du kannst mich nicht leiden. Dann willst du sich ertrinken. Elendig. Nein! Man kämpft nicht in der Ecke. Na gut, dann klau du ihn mal. Du brauchst ihn wahrscheinlich sogar noch. Weil ich ein Goldstück und ein Bestück zugleich bin. Na gut, Goldstück kann man ja noch sagen, ja, weil du hast immerhin dein Eis mit mir geteilt, das fand ich ja sehr herzlich. Aber Miststück, das klingt auch, das ist ein bisschen hart. Na gut, du wolltest mich ja immerhin nur ersaufen. Also, ich finde eher gemein. Na komm, hau ihn jetzt um da. Das nenne ich mal einen fairen Spieler. Oder einer, der das Spiel halbwegs ein bisschen begriffen hat. So, dann mal weg hier. Obwohl, wir könnten ja mal... Habe ich eigentlich alle Gebiete schon mal abgeklärt in dem Bereich? Ich glaube ja. Ich müsste, glaube ich, mal auf die Karte schauen. Die es ja nicht zu Fuß gibt. Warum auch immer. Boah, Leck des Todes. Ich bin nur froh, dass es dann bei Dead by Daylight keine Möglichkeit gibt, Leute zu ersaufen, weil das würdest du dann ja eiskalt mit mir machen. Gott sei Dank ist der Fallschaden zwar hoch, aber... Ach, Risshäuptling-Armbinde. Davon habe ich, glaube ich, 1 Million geführt, ne? Ne, habe ich nicht. Die reißt mir aber die Werte wieder weg. Das finde ich ein bisschen doof. Hier ging es nach da. Waren wir da drüben eigentlich schon mal? Oh. Na, nur den Killer. Ja, okay. Das klingt noch nett.
Ach, schade, das kann man einschlagen. Da ist keiner, will mit mir spielen. Keiner will hier mit mir spielen, ne? Ah, mich ärgert immer noch dieses Symbol, was da hinten aufgeblitzt ist und wo ich zu blöd war, da mal ranzugehen. Naja. Vielleicht kommt das ja nochmal. Hier oben war ein... Oh, scheiße. Aber da oben war, glaube ich, nichts. Naja, gehen wir mal ins Lager zurück. So, ich glaube... Oh Gott, das muss man ja noch alles machen. Das heißt, ich muss demnächst da oben raus. Oder? Geht's da lang? Mal kurz einen kleinen Blick riskieren. Turm von Ardal. Na, hier würde es zum Beispiel auch weitergehen. Okay, das machen wir dann beim nächsten Mal. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Hier lang? Müssen wir hier auch noch lang? So, Vandalen. Vandalismus ist hier. Ganz hoch im Kurs. Gucken, ob ich denn nämlich als erstes hier lang gehen würde. Jagdweg. Klingt interessant. Was hier wohl gejagt wird. Ach, da unten ist die Tafel. So. So, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Kämpfe. Wow. Da habe ich ja noch einiges vor mir. Meditieren. Einen in die Gesundheit. Schön, dass ich aber nicht mal Waffen. Das ist doch alle doof hier. Mann, da sind so geile Kampfstile bei. Das ist so ätzend. Schlimm ist, da steht ja leider noch nicht mal bei, genau wie ich die aktiviere oder wie ich aktiviere, wie ich die benutze. Weil ich einfach zu blöd bin für das Spiel. Ach, es gibt noch drei weitere Kampfstile und eins ist verborgen und die anderen kennt man, wenn man einen neuen Charakter erstellt. Wow. Kampfprüfung. Ach, das ist ja 1 gegen 1. Das müsste ich noch weitermachen, damit ich dann meine Schule gründen könnte. Die ich eigentlich auch mal geistig selber besuchen sollte.
Optisch könnte man sich hier voll den geilen Charakter zusammenbauen. Aber es bringt einfach nichts. Es ist so ein... Och. Kann ich nicht die Optik nehmen und die Werte von anderen Sachen? Das wäre so toll. Die Frage ist, benutzen Leute jetzt schon Schnittwaffen? Das ist ja halt jetzt... Und optisch passt ja eher die... Ja, komm, rein damit jetzt. Warum immer dieses Diskutieren hier? Auf einen 80er Schadenswert könnten wir sogar kommen. Ich büße so viele Punkte, wenn ich das mache. Was auch total sinnlos ist. Aber immerhin bin ich jetzt ein bisschen schneller. Ich traue Charlie. Da können wir auch nichts mehr reinhauen. Das bringt nichts, das bringt nichts. Ach, so sinnlos. Spiel spiegelt einfach das Leben wieder. Nein, Spaß. Gott, das klingt wieder negativ. Zentro, ich wünsche dir auch eine erholsame Nacht und eine schöne, gemütliche. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so warm ist bei euch. Denn ich werde aber auch jetzt bei mir den Stream ausmachen. Durban, die wünsche ich natürlich auch eine erholsame Nacht. Und das mir auch, glaube ich, noch nicht geschrieben. Ja, so nicht. Naja, ich wünsche euch allen eine erholsame Nacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann mal, denke ich. Schaffe ich das morgen? Ich denke, ich hoffe, dass ich es morgen hinkriege. Ansonsten sehen wir uns erst Samstag wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mistwetter hier. Oh.